Überschattet von neuen russischen Angriffen hat die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag begangen. Aus Sicherheitsgründen gab es im Land selbst keine großen Paraden, aber die ukrainische Diaspora feierte den Unabhängigkeitstag in Ländern in ganz Europa. Durch russischen Beschuss auf einen Bahnhof im Gebiet Dnipropetrovsk wurden nach Angaben von Präsident Volodymyr Zelensky mindestens 15 Menschen getötet und etwa 50 verletzt. Die Führung in Kiew meldete zudem russische Raketenangriffe in verschiedenen Regionen. Der Krieg dauerte am Mittwoch genau ein halbes Jahr. Die Einschätzung des UN-Generalsekretärs während einer Sitzung des Sicherheitsrats: Heute ist ein trauriger und tragischer Meilenstein. 6 Monate sind es seit der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar. Während dieser verheerenden Zeit wurden tausende Zivilisten getötet und verletzt, darunter hunderte Kinder. Die Welt hat schwere Verletzungen der internationalen Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts erlebt. Nur wenige wurden zur Rechenschaft gezogen. Der ukrainische Präsident hielt eine Rede, in der er Russland beschuldigte, Europa nuklear zu erpressen und den Planeten in den schlimmsten Albtraum zu stürzen. Volodymyr Zelensky: Russland hat die Welt an den Rand einer Strahlenkatastrophe gebracht. Es ist eine Tatsache, dass das russische Militär das Gebiet des größten Kernkraftwerks in Europa, Saporischschja, in ein Kriegsgebiet verwandelt hat. Die Energiekrise für Europa, die Bedrohung durch den großen Hunger, das politische Chaos für afrikanische und asiatische Länder, die Preiskrisen auf der ganzen Welt, ist das nicht zu viel für ein einzelnes Land, dessen Vertreter in ihren Reihen sitzt? Für den russischen UN-Botschafter ist die ukrainische Regierung an allem schuld. Die Verantwortung dafür trägt das Kiewer Regime, das 2014 durch einen verfassungswidrigen Putsch mit Hilfe einiger westlicher Staaten an die Macht gekommen ist. Von Anfang an haben die neuen Maidan-Behörden das Land stetig in die Katastrophe geführt und den Weg der Russophobie und der Verherrlichung von Nazi-Verbrechern gewählt. Zusammen mit mehr als 50 anderen Ländern forderten Deutschland und die USA Moskau auf, den Krieg zu beenden.